Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Play-Doh-Tortenzaubers, nämlich der Demo. Und dazu werden wir als allererstes mal unsere Tortenpresse hier zusammenbauen. Und dann suchen wir uns mal ein Förmchen aus. Ich nehme jetzt einfach mal den Schmetterling. Setz den hier oben ein, such mir eine Play-Doh-Farbe aus, ich nehme jetzt einfach mal gelb. Mit der gelben Play-Doh-Knete forme ich dann eine Kugel und diese Kugel setze ich dann hier rein. Dann drücke ich das Ganze runter. Und fertig ist unser Schmetterling. Jetzt noch die überschüssige Knete entfernen. Das Ganze auf einen Teller setzen. Und garnieren. Ich würde sagen, da machen wir doch gleich ein neues Törtchen. Ich entscheide mich jetzt für die türkise Form, setze die hier ein, nehme die lilane Knete, forme die zu einer Kugel, setze diese hier ein und presse das Ganze. Und fertig ist unsere Torte. Hier noch die überschüssige Knete entfernen und das Ganze dann auf einen Teller setzen. Und jetzt können wir es schon verzieren. Dazu nehme ich jetzt die grüne Play-Doh Plus Knete. Und setze diese hier ein. Ein kleines Stück brauchen wir jetzt noch. Ich muss sagen, das macht echt wahnsinnig viel Spaß mit dieser Play-Doh Plus Knete, weil die sich ganz, ganz einfach herausdrücken lässt und sieht dann auch echt täuschend ähnlich zu Sahne aus. Wir können dann natürlich noch viel, viel mehr jetzt dran garnieren. Wir haben ja auch super viele Förmchen, die wir jetzt kneten können. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für diese Luftballons hier oben. Die Schwierigkeit ist immer, das Förmchen rauszukriegen, ohne dass es zerreißt. Dann hier noch einen Luftballon und dann machen wir noch einen Stern. Und den Luftballon hat es jetzt leider zerrissen, aber ich versuche ihn wieder zusammenzubauen. Und dann machen wir hier den Stern. Der ist auf jeden Fall ganz schön geworden. Und dann setzen wir uns mal an die andere Torte. Dazu nehme ich jetzt pinke Play-Doh Plus Knete. Die pinke Play-Doh Plus Knete fülle ich jetzt hier ein und garniere damit unseren zweiten Kuchen bzw. unsere Torte. So sieht sie dann aus. Dann könnte man natürlich noch den Schmetterling hier oben etwas sichtbarer machen, indem wir da so kleine Kügelchen reinsetzen. So, und fertig ist unsere zweite Torte. Die stellen wir jetzt mal eben beiseite. Als nächstes machen wir mal einen dieser Lollis.
das Tortenzauber-Set von Play-Doh hat nämlich zwei Funktionen. Es kann nicht nur Torten machen, sondern halt eben auch Lutscher. Dazu nehme ich jetzt mal blaue Knete. Und etwas von der pinken Play-Doh Plus Knete. Und dann noch was von der hellgrünen Play-Doh Plus Knete. Das stecke ich dann auf diese Kerze hier. Und setze es in unsere Presse ein. So, und dann wird das Ganze gepresst. Und fertig ist unser Lolli. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen davon. Den ersten stelle ich hier schon mal rein. Dazu nehmen wir aber jetzt andere Farben. Einmal hellgrün. Dann nehmen wir noch gelb. Und lila. Kugel stecken wir dann wieder auf die Kerze. Dann wird das Ganze gepresst. Und fertig ist unser zweiter Lolli. Und den stecke ich jetzt zu dem anderen. Und ich glaube, wir können noch jede Menge mehr anfangen mit dem Set. Nämlich die ganzen Förmchen befüllen mit Knete. Hier oben haben wir jetzt noch ein paar Förmchen. Meine Finger sind leider komplett mit Play-Doh-Knete beschmiert. Das sind jetzt auch alles hier so Regenbogenkuchen, weil ich die Knetfarben so doll vermischt habe. Aber ich finde, das macht gar nichts. Im Gegenteil, das sieht richtig super aus. Und hier an den Seiten haben wir natürlich noch mehr Förmchen, die wir benutzen können. Mit denen können wir dann unseren Geburtstagskuchen schmücken. Ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach den Play-Doh Tortenzauber zusammen. Dazu nehmen wir mal eben die Törtchen hier raus, genauso wie die Geburtstagskerzen. Und setzen die beiden Teile aufeinander. Die Kerzen können wir natürlich wieder einstecken. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!